geht flink. Ich weiß, wie's meinem Freund erging. Der Jungfer Mädel wollte in der Früh mal ins Büro, da sagte sie: Lass mich ein Stückchen mit dir gehen, dann blieb sie vor dem Laden stehen. Dein Portemonnaie, bin gleich zurück. Es dauert nur einen Augenblick. Bleib draußen, sagt Frau Suse, ich kauf mir bloß ne Bluse. Nun geht sie rein, nen Augenblick. Ihr Mann sehr heiter, bleibt zurück. Er freut sich, Wetter ist sehr schön. Sie Kinder, die zur Schule gehen. Und sie sagt, wenn den Sommer sehen, ne blaue Bluse. Aber schnell, nun schleppt man alle Blauen rein. Und nach einer Stunde sagt sie, nein, ich finde keine nette, ich möchte violette. Nun packt man Violette aus, ihr Mann geduldig steht vorm Haus, denn ziemlich lange wird so ein Kauf. Geht auf und ab und ab und auf, und sie sagt drinnen, das ist nett, wie kam ich nur auf Violette? Da fällt mir ein, Frau Dr. Schmidt, geht immer mit der Mode mit, und die trägt jetzt eine gelbe, auch hören sie mir dieselbe. So packt man alle Gelben aus, ihr Mann wird hungrig vor dem Haus. Der Mittagnahme, die Sonne sticht, die Kinder kommen vom Unterricht. Und sie sucht drin und sagt dann Zeit, was geht von Dr. Schmidt nicht an, wie kam ich auf ne Gelbe nur? Es wird ja Frühling, die Natur zeigt frohe Hoffnung viele, auch geben sie mir eine Grüne. Nun packt man alle Grünen aus, da gibt's ein Ungewitter draus. Es regnet bis zum Abendrot, ihm fehlt ein Schirm und zum Abendbrot. Und sie sagt drinnen zur Mamselle, Wetter heut und dazu hell. Und überhaupt, wir haben Mai, April, da wird's auch nass und kalt. Dann bin ich die Blamierte, auch geübte Karierte. Nun packt man die Karierten aus, ihr Mann der Bank und röchelt raus. Ein Augenblick, das war ihr Wort, da fällt er um, man trägt ihn fort. Da kommt sie mit einer roten raus, hier bin ich schon, ruft Rosi aus. Und schreibt mein Mann, mein einzig Glück, Gott ist er tot, ein Augenblick. Und in die Ladenstanze, da geben sie mir eine Schwarze.